Ganze 5 Trainerstellen fallen hier zum Ende der Saison weg. Das ist ja jetzt demnächst. 9 müssten nachbesetzt werden für nächste Saison. Insgesamt sind sogar 18 Stellen hier im Verein offen, alles Ehrenamtliche. Bei mir ist René Milzinski, der sportliche Leiter. Wie gedenkt ihr denn, diese Stellen nachzubesetzen? Das ist ja ein Riesenaufwand für euch als Verein, oder? Ja, wir versuchen diese Stellen neu zu besetzen mit einer digitalen Präsenz. Das heißt also, wir haben mehrere Social-Media-Aktionen geplant. Demnächst geht ein Video online. Wir sind auf vielen Foren aktiv. Wir gehen an unsere Mitglieder ran. Wir haben so eine Aktion, die nennt sich Aus Mitglied wird Funktionär. Da versuchen wir also Elternteile oder Spieler unserer Herrenmannschaft dazu zu bewegen, ein Ehrenamt bei uns noch anzutreten, zusätzlich zum Hobby dazu. Und so hoffen wir und sind auch der festen Überzeugung, dass wir die Stellen so besetzen können, dass wir nächstes Jahr alle Kinder und alle Erwachsenen optimal begleitet sehen. Was muss denn so ein Trainer oder so eine Trainerin mitbringen, um bei euch aufgenommen zu werden? Müssen die exzellentes Fußballwissen haben? Müssen die einfach nur gut mit Kindern, mit Jugendlichen können? Oder ja, wo soll es hingehen? Also ich sag mal, eine Affinität für Sport und eine empathische Ader sind schon ganz, ganz wichtig. Wer natürlich schon fußballerische Erfahrung hat, wer natürlich vielleicht auch schon eine Fußballlizenz mal gemacht hat, der hat natürlich noch größere Vorteile und kann unseren Verein natürlich weiter nach vorne bringen. Aber wir wollen sowohl die Lizenzierten als auch die Unlizenzierten unseren Sport noch näher bringen. Was macht das Ehrenamt so sexy, deiner Meinung nach? Also ich finde, das Ehrenamt, jetzt nicht nur beim SV Askania Köpenick, sondern generell bei vielen Sportvereinen, egal welcher Sportart, macht es attraktiv, weil man einfach direkten Input bekommt von den Kindern, von den Mitgliedern, von den Trainerkollegen, von den Vorständlern. Wenn man eine gute Arbeit macht, wenn man Spaß hat an seinem Beruf, kommt man in eine große Umgebung von Menschen rein, die gleichgesinnt sind, die Spaß haben wollen. Und deswegen kann ich jedem eigentlich nur raten, guckt euch in eurem Kiez um, schaut, wo eure Vereine Bedarfe haben und schaut, ob es in euer persönliches Leben reinpasst. Es macht echt Spaß. Auch bei Ihnen im Kiez gibt es einen Sportverein, der eine offene Stelle hat. Und das muss nicht mal Fußball sein. Sie finden bestimmt eine offene Stelle.